Hi ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Letztes Mal, ja, sind wir in eine kleine Falle getappt und sind hier im Knast, aber wir haben schon einen neuen Bogen gefunden, der uns helfen damit kann. Und zwar können wir mit den Seile verschießen und so Verdammt. Gegenstände zu uns Wieder hinholen. raus. Den gab es schon im Vorgänger. Und den brauchen wir auch, um an viele Orte zu kommen, wo wir bisher noch nicht reinkonnten. Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Der Gesichtsausdruck von Ihnen gefällt mir nicht. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Ja, aber hier gibt es noch ein paar interessante Sachen, so wie es aussieht. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue. Bessere Welt ist nah. Konstantin ist so ein verrückter. Ich möchte mal Spast sagen. So, gehen wir mal zu Jacob hier in die Zelle. Vielleicht gibt es hier noch was Interessantes. Nee? Was ist los, Lara? Brauchst du eine Jacke? Ist kalt? Okay, Jacob ist da. Ein silbernes Zigarettenetui. Scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Okay, aber ohne Inhalt. Oh Moment, es gab doch... Hier. Ach so, ich habe gedacht, das ist ein Gemälde, aber... Es ist nur irgendwie eine Wandaufzeichnung. Okay, da soll ich hin. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Okay, das heißt, er will es mir noch nicht sagen, bis er mich besser kennt. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Okay, schauen wir uns mal an. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Okay. Das klingt für mich so, dass sie schon bei Trinity war, bevor
sie mit Laras Vater zusammengekommen ist. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt, als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott, das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Ja, wir gucken uns noch ein bisschen an. Informationen sind wichtiger als unser Leben. Okay, das war's anscheinend. So, was ist da drin? Oh, ein weiteres Teil der halbautomatischen Pistole. Kann ich mit der Karte interagieren? Nein. Okay, dann haben wir anscheinend alles. Was hier drin war. Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Okay. Das klingt schon mal nicht schlecht. Kommando Posten 2, letzte Heli gestartet. Verstanden. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationssystem. Der Einheimische? Warten wir noch andere? Vermutlich. Nach dem ersten Angriff haben wir die Patrouille verstärkt. Dennoch. Was treiben die hier? Suchen Sie in der Kommando einen Weg, um das Tor zu öffnen. Okay. Brauche ein paar Pfeile. Ich brauche Giftpfeile, sind gerade ganz wichtig. Okay, wo laufen die alle rum? Scheiße, das hat jemand mitbekommen. Scheiße. Könnte ein Problem haben. Ich könnte ein großes Problem haben. Die KI ist ganz schön dämlich, kann das sein? Oder das ist der nächste. Noch wer? Da sucht noch einer mich. Waren das alle? Also die mich hier eingekesselt haben, also die hätten mich ja eigentlich mehr als sehen müssen. Ich bin dann überlegen, den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochzustellen.
Kann man das hier? Anscheinend nicht. Kann man das nur am Anfang des Spiels und während des Spiels nicht mehr verstellen? Da, Tomb Raider, da oben. Okay. Es ist der normale Schwierigkeitsgrad, aber was ist erfahrener Räuber? Ziel für sich serviert, Gesundheitsgeneration außer des Kampfes. Gesundheitsschaden, Sinne von Feinden verbessert. Ach komm. Es kann auch einfach nur Zufall gewesen sein. Habe ich einmal eine Situation ganz gut gelöst, wahrscheinlich. Warum sind die hier so gelb? Kann ich damit was machen? Ach so, die kann man werfen, ne? Ne, anscheinend nicht. Oh, das ist ein Reh, was ich plündern kann. Nimm das Fell mit, Lara. Ich habe hier anscheinend meine Ruhe. Kann mich in Ruhe umgucken jetzt hier? Wait, da oben ist einer. Den interessiert der Tumult hier gar nicht. Der hat da oben einfach gechillt und ja, was hier passiert ist, hat ihn gar nicht interessiert. Dass ich einen Hubschrauber höre, ist nicht gut, oder? Okay, der fliegt weg. Da muss ich rein. Ich gucke mich erstmal ein bisschen hier noch um. Hier können wir noch einen plündern. So, Munition für meine Pistole habe ich jetzt auch. Da können wir rauf. Das nutzen wir mal. Komme ich auch irgendwie dahin, wo der da hinten patrouilliert hat? Man hätte auch einfach hier hochgehen können und alle von hier oben wegschließen. Das wäre, glaube ich, einfacher gewesen. So, jetzt können wir unser neues Item gleich benutzen. Was wir im letzten Park gekauft haben. So, komme ich da rüber gesprungen oder schafft sie das nicht? Doch. Hat hier oben nicht einer patrouilliert? Naja, egal. Gehen wir mal in die Kommandozentrale. Munition ist voll. Haben wir sonst noch was? Ja, da ist ein Dokument. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Okay. Da glaube ich nichts von. Ah, Sesam, öffne dich! Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Wie hast du das denn geschafft? Ich habe das Tor doch gerade erst aufgemacht. Aber okay. Es wäre ganz gut, wenn ich eine Jacke finden könnte. Es ist kalt hier.
Ah, okay. Ich kann Seilbrücken machen. Kletter darauf, Lara. Ah, hier haben wir etwas für den Dietrich. Zwei Giftpfeile sind einfach da drin, okay. Aber wozu brauche ich die Seil? Ist das einfach nur Tutorial? Weil man kann ja eigentlich auch einfach die Treppe benutzen. Hier, hier und hier. Erna, ich muss da reinkommen. Und wie? Tu das. Wir müssen ein großes Gebiet abdecken und Trinity will das Artefakt so bald wie möglich. Wir kriegen nichts über Satellit rein. Zu viele Störungen. Nicht der Wolken. Als ob dieser Ort nicht existieren würde. Hä? Wie soll ich denn da reinkommen? Wenn der Prophet die göttliche Quelle wirklich gut versteckt hat, hat er den. Gibt's noch einen anderen Punkt, den ich. Also, ich bin mir sicher, dass ich da irgendwie klettern kann. Leute, jetzt fällt es mir auf, das ist gar keine Treppe, das ist ein Muster. Okay, ich glaube, ich kann mich hier dran hangeln, ne? Ja. Jacob, was macht er da? Hä? Ich spüre es. Die Sowjetaufzeichnungen sind recht überzeugend, aber ich will selbst in diese Runde. Wir lassen sie am Leben. Scheiße. Vorsichtig, Lara. Okay, wir kommen hier rein. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe, was ich geopfert habe, was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Sind das Geschwister? Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, ich finde sie. Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Sie müssen hier irgendwo sein. Der Leben ist sauber. Aufpassen. Sie muss noch hier sein. Okay. 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 Ich muss hier irgendwie raus. Ja. Das ist richtig. Durchsuch jeden Raum. Wir müssen sie finden.
Können die mich hier unten sehen? Ich habe hier überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo die sind. Ich gehe mal einfach lang. Okay, hier scheint die Luft rein zu sein. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Okay. Schon unterwegs. Ich brauche Hilfe. Die Tür zum Kontrollraum ist von innen verriegelt. Ja. Oh, nice! Verdammt, ich muss hier raus. Karte aktualisiert. Dann können wir mal gucken. Oh, scheiße. Ich habe wahrscheinlich Sachen liegen gelassen. Da ist noch was. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Ja, okay, das hat man schon in der Cutscene ein bisschen gehört, dass sie krank ist. Ich weiß nicht genau, was sie hat. Das klingt ein bisschen nach Krebs. Weil Konstantin ja gesagt hat, sie hat nicht mehr lange zu leben irgendwie so. Aber durch die göttliche Quelle würde sie ja ewig leben, bla bla bla. Also wäre das egal. Also es klingt ein bisschen nach Krebs. Es klingt so, als ob sie das nicht mehr lange Zeit hat. Okay. Wir müssen uns jetzt wahrscheinlich mit ein paar Trinity-Soldaten abmühen. Was haben wir hier? Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Okay. Wir können auch an Seilräumen befestigt werden, okay. Aber wo ist die auf der anderen Seite? Ach, ich sehe es schon. Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Ah, alles klar. So. Und das bleibt da hängen? Sicher? Nicht, dass ich brutzel! Wie sie es hier wohl will, wissen die das? Oh, fuck. Ganz schlechtes Timing. Ja. Geile Bullet Time. Geile Bullet Time. Erstmal schön den Kopf weggefetzt. Ja, ich habe ein Sturmgewehr. Hat mir euer Kollege gegeben. Nett von Ihnen, ne? Sind hier noch mehr? Ah, da ist noch einer. Okay. Ja, die haben alle schön Munition dafür. So, ich markiere mal hier das Dokument, dass ich daran nicht vorbeilaufe.
Hier scheinen aber noch Leute zu sein. Was ist das denn für ein Korb? Achso. Das ist ein Fass, oder wie das aussieht. Ah! Wo kann das weg? Das war nicht der Helikopter, oder? Hab sie flankiert. Ah, da. Oh, das war nicht so gut. So. Hä, was ist das da? Gold, her damit! What the fuck? Was? Warum hat er das überlebt? Ich hab das Fass in die Luft gejagt. So, wo ist jetzt das scheiß Dokument? Da komme ich noch nicht hin, ne? Noch mehr Gold. Munition ist voll, okay. Position halten! Drängt sie zurück! Ah, da kommen die nächsten. Was zum Teufel? Okay, Sprengladungen. Okay, werfen wir mal. Die Sprengladung hat den anderen außer Gefecht gesetzt, ne? Nein, 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 der lebt, der lebt, der lebt, der lebt. Ne, das war mal ein anderer. Ich lebe immer noch, das ist richtig. Ach so, ich muss die greifen und dann muss ich herstellen. Okay. Wir basteln mal. Ah, da hinten ist er. Wir schmeißen mal etwas zur Begrüßung dahin. Jawohl, ich habe ihn erwischt. Giftpfeile. Ah, und da ist das Dokument. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank. Man kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein.
Der ist alles, aber nicht gerecht. Okay, Leute, bevor wir in dieses Loch hier springen, würde ich mal sagen, machen wir hier Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.